So, Halli und Halli, hallo, Hallöle. Hier ist Podcast von Trainer Heidenreich. Wir haben die Folge Nummer 994. Es ist mal wieder der LSP 5. Ja, ich mache es, habe jetzt beschlossen, dass ich jetzt ein paar Aufnahmen mit dem LSP 5 mache, weil ich dazu Lust habe. Eine andere und bessere Erklärung habe ich leider nicht. Ich grüße euch auf jeden Fall ganz, ganz lieb. Und ja, es ist wie gesagt Mittwoch. Heute ist wieder mal ein Tag mitten in der Woche. Heute gibt es Grießbrei zum Mittag. Ich habe schon meinen Zimt und Zucker eingesteckt mit Löffelchen. Dann gibt es heute Bockwurst. Ich habe zwei Stück genommen heute. Zwei Bockwurstwürste. Einfach, ja, weil ich das so möchte. Also, ja, was ist heute noch? Naja, dann regnet es heute. Kann man sicherlich hören. Vielleicht hört ihr das auch wieder ein bisschen rauschen im Hintergrund. Ja, mein Kater, der macht wieder Radau, der möchte zu den Mädels. Ich habe gerade Fressen verteilt. Und ja, also heute ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe angesagt, ein bisschen mehr Ruhe, denn ich habe die meisten Arbeiten ja schon gemacht. Stullen brauche ich heute nicht, angezogen bin ich schon. Das heißt, wir können heute in Ruhe Kaffee trinken, hoffe ich. Ich warte jetzt nur noch ein bisschen, bis die Mädels aufgefressen haben. Und dann, ja. Also mit Mädels meine ich natürlich die beiden Katzen. Ja. Also nicht, dass jetzt irgendwie die Leute denken, wie redet der denn da? Ja. Weil ich natürlich meine beiden Katzen. Mein Kater ist jetzt eigentlich relativ ruhig noch. Ja, scheint auch satt zu sein. Ja, gut, dann trinken wir jetzt mal einen schönen Kaffee. Jetzt versucht er jetzt wieder rein. Ist ja klar. Wie gesagt, ich lasse die beiden jetzt mal auffressen. Dann schauen wir weiter. Ja, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer App, mit der man gut konvertieren kann auf ein iPhone. Hatte einige Vorschläge, also das heißt, es wurde der Vorschlag Audio-Converter gegeben. Ich weiß aber nicht, ob es der richtige Audio-Converter war. Ich habe jedenfalls keinen Audio-Converter gefunden, womit man halt Audio konvertieren kann, wollte ich nämlich sagen. Ja, bin aber immer noch weiterhin auf der Suche nach so einer App, die alles kann. Also wenn jemand noch einen Tipp hat, das iPhone, muss ich dazu sagen, ja, gratis natürlich wäre schön, wenn es ein bisschen was kostet, ist auch nicht schlimm, aber es darf halt kein Abo sein. Ne? Ja, also wenn mir jemand da einen Tipp geben kann, wäre ich sehr dankbar, denn ja, schön wäre es auch, wenn es wirklich so eine App ist, mit der man auch Videos in MP3 umwandeln kann und MP3s in Videos, weil ich möchte endlich mal eine App haben, die alles kann. Also wo ich einfach, momentan muss ich ja immer mit so über mehrere Wege gehen. Also ich kann mit Just Press Record oder mit Recorder HQ Pro kann ich MP3s zu Videos umwandeln, ohne Bild. Ja, aber schön wäre es natürlich, wenn man eine App hätte, die das alles irgendwie kann. Ne? Also wo man einfach nur sagt, okay, Datei rein, was soll das sein? Und wo man halt auch immer umstellen, also wo man auch immer alles einstellen kann, die Bitrate, auch beim Video zum Beispiel. Da möchte ich natürlich auch, dass der Ton sehr gut ist. Und ja, vielleicht kann mir ja der eine oder andere weiterhelfen. Deshalb hier mal auf diesem Wege. Gemacht hier. So, was passiert hier? Nein, gut. Ich habe nämlich noch nicht richtig zugemacht. So. Genau, nochmal anheizen. Ja, das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Ich habe nämlich den Deckel nicht zugemacht von der Maschine, habe aber schon angemacht. Das ist nicht so günstig. Aber es ist nichts passiert.
Ich habe noch rechtzeitig stoppen können. Jetzt teilst du natürlich wieder ein. Ja, ja, jetzt kannst du wieder. Aber kein Problem. Oh, überall kontrollieren, dass er mir einen Blödsinn macht hier. Nein, macht er nicht. Sehr schön. Ja, das war mal wieder, ja, ein knappes Ding, aber es ist nichts passiert. Naja, gut. Kleckert? Nein, gut. Genau, jetzt haben wir hier die Tasse Kaffee. Heiß, aber ist normal. Dann rühren wir mal um. Na, ich werde jetzt erstmal den Kaffee trinken. Mal gucken. So lange können die Katzen ja aufessen. Dann ist gut. So, ich habe den Rekorder. Setz mich jetzt hier hin. Ja. Ja, ich werde jetzt noch mal mit der neuen Audio Converter App, die ich hier habe, die werde ich gleich ausprobieren. Also ich werde diese Datei hier, die ich ja in 320 aufgenommen habe, die werde ich in 192 umkonvertieren. Und ja, sodass die Datei kleiner ist. Ja, das ist, denke ich mal, der beste Weg. Ja, und dann schauen wir mal. Genau, jetzt probieren wir mal. Ja, Kaffee ist perfekt. Ja, wie gesagt, im Hintergrund regnet es. Also es wird kein schöner Tag heute, glaube ich. Also vom Wetter her. Aber wie gesagt, heute gibt es Grießbrei. Heute Morgen gibt es Bockwurst. Also, wie gesagt. Ja. Ja, gestern kam auch iOS 18. Punkt 1 Beta 6 raus, hatte ich mir natürlich auch gleich installiert. Ja, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie anders ist oder besser ist. Also mir persönlich ist nicht. Ja, und bald wird also auch iOS 18.1 für alle verfügbar sein, denke ich mal. Und ja, so geht es immer weiter. Ja, vielleicht könnt ihr sogar ein bisschen hören, wie es regnet. Der LSP5 müsste das ja einfangen. Wir haben heute den 9. Oktober 2024.
Ja, es ist 9. Oktober, ich weiß nicht. Ist so ein besonderer Tag? Nö, eigentlich nicht. Ja. Ja, gut. Im Hintergrund Mia mit ihrem Glöckchen. Muss jetzt dazu sagen, dass das Wohnzimmer zu ist. Ja, also. Ja, ihr merkt schon, dass ich jetzt öfter wieder den LSP5 benutze, einfach aus dem Grund. So schön die Sprachmemo-App ja auch ist, und ich bin ja immer noch begeistert davon. Aber ich muss mein Handy auch mal zwischendurch ein bisschen schonen. Ne? Also ich meine, ich habe ja bloß das eine iPhone. Und klar, wenn ich natürlich mit dem Handy aufnehme und dann die Datei muss ich noch dann hochladen. Ja, und das kostet natürlich auch teilweise Akku, ne? Und so kann ich ein bisschen Akku sparen, indem ich sage, okay, ich lasse mein iPhone halt dran, wird aufgeladen und nehme halt mit meinem Rekorder auf. Und wenn ich dann fertig bin mit der Aufnahme, dann hänge ich das Ding ja wieder am Strom sozusagen, weil da wird ja Kameraadapter angeschlossen und dann, ja. Das ist natürlich super. So, was Blackie jetzt? Blackie. Blackie. Ha, da kommt er sogar. Na, Dicker, hast du aufgegessen? Der hat aufgegessen. Also wie gesagt, und ich habe ja nun ein paar Audiorekorder, und warum soll ich sie nicht nutzen? Ja, und klar, es ist natürlich bequem, alles auf dem Handy zu haben und gleich auch hochzuladen. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt ein Mensch, ich möchte auch das benutzen, was ich habe. Und ja, es ist natürlich schade, wenn dann so ein Ding wie der LSP5, der ja dann auch wirklich schon immer noch sehr aktuell eigentlich ist, nicht benutzt wird. Ne? Und, ja. Aber der Akku hält auch sehr lange in dem LSP5. Also ich muss wirklich sagen, ich habe den ja nur eine Zeit lang überhaupt nicht benutzt. Und trotzdem war da noch ja ordentlich. Also natürlich weiß ich nicht, ob er mittel oder niedrig war, aber es geht, wie gesagt, der spricht ja nicht. Aber es hat auf jeden Fall gereicht. Also man konnte. Ich habe ihn dann wieder aufgeladen und dann ging das auch wieder. Aber trotzdem, es ist halt, man möchte die Geräte ja auch benutzen. Ja? Also das ist. Ja, im Hintergrund hört ihr Blackie. Na, Blackie? Hm? Was lustig. Was hast du? Ja, mein Großer. Gehen gleich mal rein und gucken, ob die Mädels schon aufgegessen haben. Wollen wir? Ja? Hey. Tasse schiebe ich lieber doch ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt pfeffert er mir noch die Tasse runter. Na komm, Dicker, komm. Komm. Jetzt gucken wir mal, ob die Mädels schon aufgegessen haben. Die Katzenmädels. Ja. Machen wir auf hier. Genau. Ja, ist auch schön luftig hier durch den Regen und durch ein bisschen Wind. Haben wir natürlich wunderbar
in die Luft. So. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Hier ist das Schlafzimmer. Und ja, hier ist der Teller. Naja, Mietz hat nicht ganz so viel gefressen, aber ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Sie hat ja gefressen, so ist es nicht. Den Rest kann immer noch Blackie essen. Und man soll ja nicht die Katze auch nicht zwingen. Ich meine, wenn sie, die teilen sich ja ihr Essen ein. Und finde ich auch ganz gut, dass Mia und Mietze, die sind halt so, die hören halt auch auf, wenn sie nicht mehr können. Aber Blackie wäre es ein bisschen anders. Der würde wahrscheinlich so lange fressen, bis er. Naja. Aber gut. Auch Tiere sind ja verschieden. Jetzt gucke ich nochmal bei Mia, wie viel sie gefressen hat. Im Hintergrund, wie gesagt, hört ihr den Regen. Der Vorteil an so einem Wetter ist natürlich, man kann wunderbar lüften. Ja, also ich merke das jetzt auch gerade, ich habe ja alle Fenster auf. Es ist einfach nur herrlich. So, dann könnt ihr gleich Mia wieder fressen hören. So, ich gehe auf die Leiter. Hier oben ist er, auf ihrem Platz. Gut, mal gucken. Ja, hat auch nicht so aufgegessen, aber Mia, na komm, fress mal noch ein bisschen. Ich halte mal wieder auf. Der Regen. Katze frisst immer noch. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Mia hat irgendwie die Angewohnheit, dass sie immer nur dann weiter frisst, wenn ich hier stehe. Warum auch immer. Aber na gut, dann mache ich das halt. Die Hauptsache ist ja, dass sie frisst. Das andere ist ja wurscht. Jetzt noch? Na ja. So. Na, willst du noch ein bisschen? Genau. Ja, ein bisschen hast du noch, Dicke. Vielleicht will sie jetzt auch nicht mehr. Geht nämlich weg. Ja, das ist ja das, was ich an Mietze so gut, an mir auch so gut finde. Wenn sie wirklich nicht mehr will, geht sie auch weg von. Ja, jetzt hat sie auf jeden Fall aufgehört zu fressen. Ist noch ein bisschen drin, aber ja, das
bisschen. Das kann er noch fressen und dann ist gut. Ja, und dann haben die Mädels und er zu fressen bekommen, die drei. Und dann ist gut. Kannst jetzt noch aufessen, den Rest von Mias Schüssel. Und dann ist gut. Bitteschön. Ja. Genau. So. Können also weiter Kaffee trinken. Beide Katzen, alle drei Katzen sind jetzt satt, hoffe ich. Und ihr habt wieder einen Podcast. Jetzt muss ich die Tasse wieder holen hier. So. Ja, so ist es, ne? Gut. Super. Es läuft doch. So. Du bist satt, war Dicker? Hm? Du bist satt, war? Ja. Alles gut. Ja, alles gut, Dicker. Hm? Jo. Bist ja auch ein Feiner, ne? Jo, 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 jo. Ja, 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 ja. Beißen, ne? Und schnurren, ja, ja. Ach, dieser Kater. Dir geht's gut, wa, Blacky? So. Fertig ausgetrunken. Folgenmarathon machen. Außer ich kriege nachher noch die Eingebung. Ich meine, schnell mit einer Apple Watch mal eine Folge aufnehmen, ist ja auch sehr ja schnell gemacht. Das ist ja auch wieder. Vielleicht nehme ich nachher noch mal die Apple Watch. Denn ich möchte ja nun langsam auch den Countdown schaffen. Um einfach was Neues, also nicht, ich beginne ja nichts Neues, aber um einfach wieder so ein Gefühl zu haben, okay, du hast die 1000 Folgen, jetzt fängst du wieder an mit 1001, 1002 und so. Ne? Also das meine ich damit. Wird natürlich kein großer Neuanfang, weil der Podcast wird sich ja nicht ändern, aber wie gesagt. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich stelle das schon mal hier hin. Da ist die Frau Mietze. Hallo Frau Mietze, wie geht's Ihnen? Haben Sie gut gefressen? Ja, ich sieze meine Katze. Nein, natürlich nicht. Joa, du hast schön gefressen, ne? Joa.
Dir geht's auch gut, ne? Ja, dir geht's gut, ne? Ja, schön, dass es dir gut geht, Mietzeka. Ja, so, jetzt werde ich mich wieder verschmarten mit der Watchy-Potch und dem Pitcher-Patch-Phone. Ist auch nicht schlecht, oder? Den Touch-Patch-Phone. So, ja, meine Watch. Meine SE, die leider ja keine Updates mehr groß bekommt. Schade, aber naja. Solange ich sie mit dem iPhone hier nutzen kann, ist das auch egal. Die neuen Funktionen, die sind auch nicht jetzt so gravierend. Also eigene Klingeltöne für die Watch. Ich bin ehrlich, das ist ein Feature, wo ich sage, ja, ist nett, wenn man viel mit der Watch arbeitet und telefoniert und sowas alles, aber ich benutze sie ja wirklich nur als Uhr und als Aufnahmegerät. Insofern ja, ist es da nicht ganz so schlimm. Jetzt geht das mit Mackie und Blitze. Blackie und Blitze. Jetzt geht es mit den beiden wieder los. So, ich habe mein Telefon übrigens auch noch geholt. Festnetz. Oh, heute kriegen wir nur noch neue Worte hier. Fetznest. Ist auch nicht schlecht, oder? Fetznetz. Heute ist Tag der Worte. So, was brauche ich denn jetzt? Ah, das brauche ich. Ich brauche ein Netzteil. Das Netzteil, da haben wir das Netzteil doch. Das ist doch kein Problem. So, dann den besagten Kameraadapter. Den USB Lightning Dingsterbumster. Ja, ich kann auch jedem empfehlen, wer noch ein iPhone mit Lightning-Anschluss hat und mit Dateien arbeiten möchte, holt euch auf jeden Fall diesen Lightning-Kameraadapter. Da könnt ihr dann schön Sachen rüberziehen. Naja, die USB, die neueres iPhone haben, die haben ja diese Probleme eigentlich nicht mehr. Da bräuchte man ja bloß das richtige Kabel. Ja. Oder man holt sich trotzdem einen Adapter, ne, von USB auf Lightning oder von USB-C auf Lightning. Oder vielleicht gibt es ja auch so einen Adapter mit allen Anschlüssen. Weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall ist es immer gut, auch hardware-technisch was zu haben und sich nicht immer nur auf Dropbox und Cloud-Dienste zu verlassen. Denn wenn man kein Internet hat, ihr habt es ja gesehen bei mir, dann bringt einen die Dropbox auch nicht mehr viel. Insofern ist es immer gut, auch eine Alternativlösung zu haben, vor allem eine analoge. Also in dem Fall ist es natürlich auch alles digital, aber naja, eine Hardware-Version, eine Hardware-Lösung, das meine ich damit. Ja, das ist immer sehr, sehr wichtig, ne? Weil es kann ja immer passieren, dass das Internet zum Beispiel nicht geht und wenn man dann die Folge von seinem Gerät runterhaben möchte, ne? Oder ihr habt halt einen PC. Also die meisten von euch haben ja einen PC. Also ich glaube, ich bin einer von wenigen, die wirklich nur das iPhone benutzen. So viele Leute gibt es da, glaube ich, auch gar nicht, die nur ein iPhone haben. Naja. Das war Podcast von Sven Heinreich, Folge 994. Wir hören uns in der Folge 995 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.